da bin ich wieder, live aus der Wellmannhalle. Wir machen jetzt 30 Minuten Fitnessgymnastik für alle. Bedenkt bitte, ich habe immer gerne Abstufungen. Ihr müsst immer die erste Stufe gut beherrschen, bevor ihr zur zweiten Stufe geht. Also, ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. DJ, mach die Musik an. Wir atmen erstmal tief ein und aus. Länge spüren, stellt euch breit auf eure Matte oder dahinter. Letztes Mal. Kreisen wir die Schultern. Ellenbogen. Und wir gehen an die Wirbelsäule. Einatmen, gerade und tief ausatmen. Rund nach oben. Zweimal. Letztes Mal. Bleib hier oben. March am Platz. Die Schulter hoch und tief. Die Schulter kreist nochmal zurück. Die Schulter kreist. Wir gehen nochmal breit
Arme lang. Und jetzt geht die Schulterschraube gegen euch. Eine Schulter vor, eine nach hinten. Wir werden in der Bewegung größer. Seitverlagerung. Wenn du möchtest, kannst du über die Schulter nach hinten schauen. Letztes Mal. Sehr schön. Bleiben an der Seite. Im Rumpf aufgerichtet. Neig dich zur Seite und tipp einmal der Handfläche an deine Wade. Jede Seite einmal. Sehr schön. Dann richten wir uns auf. Die Fußspitze nach außen. Wir gehen tief und hoch. Kommen wir jetzt zur Kräftigung. Sehr schön. Wenn du jetzt tief gehst, rechte Ferse lösen. Linke Ferse. Beide. Nochmal rechts. Links. Beide. Noch einmal rechts. Links. Beide. Letzte Runde. Rechts. Beide, bleib tief jetzt hier. Halten. Feder mit den Armen. 4, 3, 2. Unter den Rücken. Stell die Fersen auf, lass dich fallen. Komm nach oben. Sehr schön. Stell dich hüftbreit auf. Geh tief. Tief. Und hoch. Achtung, auch hier. Rechte Ferse lösen. Linke Ferse. Beide. Nochmal rechts. Links. Beide. Rechts. Achte darauf, dass die Beinachse gehalten. Knie küssen sich nicht. Beide. Nochmal rechts, links, beide, bleib tief. Zieh dich hier raus, die Arme Holz gegen dich. Geh vielleicht noch ein bisschen tiefer. Ganz eng am Kopf. 4, 3, 2, 1. Unter Rücken. Aufrollen. Jawohl. Das Ganze jetzt ganz eng. Richtig hier die Beine zusammendrücken. Wir gehen tief. Tief. Und hoch. Ja. Setz dich nach hinten rein. Da steht ein Stuhl, auf dem du dich setzen möchtest. Letztes Mal. Wir bleiben tief. Feder aus den Beinen. Richte dich schön auf. 4, 3, 2, 1. Mach dich rundfollig nach oben auf. Ja, pass auf, wir gehen zur Seite. Rechtes Bein, linker Arm. Linkes Bein, rechter Arm. Atme ein. Atme aus. Spannt jetzt euren Bauch an. Ja. Rumpfkonzept fest wird und versucht auch hier den Arm eng an den Kopf zu bekommen. Sehr schön. Achso, das habe ich jetzt vergessen. Stufe 1 wäre natürlich die Fußspitze tippt zur Seite. Ich habe gleich mit Stufe 2 angefangen. Also Fußspitze tippt. Jede Seite einmal noch. Dann halten wir oben, Fußspitze aufgestellt oder in der Luft. Und die Arme ziehen jetzt ganz eng am Körper nach hinten. Soweit das Gelenk es zulässt. 4, 3, 2, 1. Seitenwechsel. Linkes Bein, rechter Arm. Und zieh eng am Körper nach hinten.
4, 3, 2, 1. Sehr schön. Locker lassen. Kreis vom Becken mal ganz locker aus. Andersrum. Okay, passt auf. Ausgangsposition. Links vorne, rechts hin. Hier gehe ich in eine Vordehnung. Mach mich schon mal schön lassen. Ziehe ich vor und rück. Vor und rück. Fußspitze hinten aufgestellt oder in der Luft. Mach das Körpergewicht mit nach hinten, nach vorne. Mach dich fest in der Mitte, nicht zur Seite weg.
Stufe 2, beide Beine heben. Für den unteren Rücken. Nicht? Noch 4. 3. 2. Einmal. Dann legst du an den Arm und kippelst das Becken auf. So, jetzt geht es an den Oberkörper. Ellenbogen nach Schultergelenkshöhe. In der Ruhehalte Daumen zeigen zur Decke. Oberkörper kommt hoch und tief. Zieh dich richtig schön nach oben. Dann nimmst du entweder jetzt das rechte Bein mit, dann das linke oder beide. Probier aus, was geht. 4, 3, 2, 1, Nase zeigen. Und ganz wichtig, ja? Ablegen, auskippen, locker. Okay, pass auf, ihr beugt eure Beine. Stützt eure Hände auf. Kommt einmal nach oben, macht einen schönen Katzenkuppel. Jawohl, dann legen wir uns auf die linke Seite. Den unteren Arm, da könnt ihr ganz entspannt euren Kopf ablegen. Die Beine sind lang. Stützt euch erstmal locker auf, pass auf. Der obere Fuß geht die Fußspitze nach vorne, die Ferse nach hinten. Wenn es zu wackelig ist, müsst ihr das untere Bein ein bisschen weiter nach vorne legen, kriegt ihr mehr Stabilität. So, und jetzt nehmen wir noch die Schulter mit rein. Der Fuß kommt nach hinten, die Schulter geht vor. Der Fuß kommt nach vorne, die Schulter geht nach hinten. Ausatmen, ein. Wir verdrehen also unsere Wirbelsäule so ein bisschen, wie so ein Keugel. Noch 2 mehr. Letztes Mal. Dann nehmen wir beide Beine gebeugt nach vorne, rechter Winkel in den Gelenken, beide Arme lang vor, den Kopf kannst du gerne ablegen. Und dann geht die Hand der Einatmung nach hinten und mit der Ausatmung wieder vor. Wichtig ist, vorne gegenzuhalten, die Oberschenkel. Rotationsübung. Gerne mehr Hand auf, hinterher schauen. Noch 2-mal mehr. Letztes Mal. Sehr schön, dann lassen wir einmal locker. Wir stützen uns mit der Hand auf, kommen einmal in den seitlichen Rumpfstütz. Ganz wichtig. Hier eine Linie und der Schenkel nach hinten nehmen. Drück dich nach oben, nimm die Hand nach oben, halte hier. Wenn du mehr möchtest, streck das Bein aus. Wenn es dann geht, dann dürft ihr hier nochmal mit dem Arm ein bisschen fuchteln, Bewegungen, achtet auf euren Kopf. 4, 3, 2, 1. Löse, komm über die Seite, kurz vorne, Seite, wechseln. Biegen jetzt auf der rechten Seite, links ist oben. Also wie gesagt, beide Beine lang oder das untere leicht gebeugt nach vorne. Hier die Fußspitze, hinten die Ferse. Ihr seht schon, der Arm geht schon mit.
Mal. Sehr schön, dann holen wir die Beine vor, legen den Kopf wieder entspannt auf den Oberarm ab. Stimmt, nehmen beide Arme nach vorne. Und dann gehen wir in den Stern nach hinten. Und wieder vor. Wenn ihr mögt, gerne der Hand hinterher. Wichtig ist, hier vorne die Oberschenkel gegenhalten. Dann haben wir zwei richtig, richtig schöne Rotationsübungen für die Beweglichkeit der Wirbelsäule gemacht. Noch zwei mehr. Letztes Mal. Sehr gut. Dann der seitliche Rumpf kommt nach oben und der Schenkel schön nach hinten. Wenn ihr hier vorne seid, seid ihr nicht gerade. Kommt nach oben, streckt den Arm zur Decke. Wenn es geht, streckt das Bein auf. Und dann bringt man mehr Unruhe rein. Fang an zu hüpfen. Denk an den Kopf nicht hängen lassen. 4, 3, 2, 1. Wir lösen, lass uns auf die Seite gleiten und von dort auf den Rücken. Jawohl. Stellt eure Füße auf, drückt die Ferse in die Matte, zieht die Fußspitze ran. Die Fingerspitze nimmst du ganz leicht an den Kopf. Oberkörper heben. Senken. Wir legen zwischendurch nicht ab. Wir machen die gesunden Crunches. Ellenbogen bleiben außen. Und wir ziehen jetzt eines Oberschenkel im Wechsel ran. Nicht am Kopf ziehen, nur die Kraft aus dem Bauchmuskel. 4, 3, noch 2, letztes Mal. Sehr schön. Dann legst du den Kopf ab, legst die Arme ab, ganz locker nach rechts und links. Wir legen das linke Sprunggelenk auf den rechten Oberschenkel. Linke Hand nach unten rausgezogen, rechte Hand Fingerspitzen an. Ausatmen, kommst du hoch, einatmen, tief. Also rechte Ellbogen zum linken Knie. Stufe 2, du hebst das rechte Bein in die Luft und hältst es hier oben. Zieh dich dann noch schön mit der linken nach unten raus. Die letzten 4, 3, noch 2. Letztes Mal. Sehr schön. Einmal ablege, das Ganze umbauen. Rechte Sprunggelenk auf den linken Oberschenkel, rechte Hand wird rausgezogen. Linke Hand zu Fingerspitzen ans Ohr. Komm hoch und tief. Linker Ellenbogen Richtung rechtes Knie. Stufe 2. Linker Fuß ist in der Luft. 4, 3, 2, 1. Oberkörper erst ablegen, dann die Füße ausschütteln. Eine Bauchmuskelübung noch, wir strecken die Beine zur Decke, wir nehmen die Fingerspitzen. Wir kommen nach oben, drehen schief, rechts, links, schließen, hochkommen, öffnen, diagonal, schließen, hoch. Zwei mehr. Oh, Bauchmuskeln, die müssen brennen.
das Ganze andersherum. Dann stellen wir die Füße auf, drehen uns auf eine Seite, kommen nach oben, alle wieder da, lasst euch Zeit, die Kraft darf auch mitkommen. Einmal auf den Vierfüßler, Katzenbuckel, Hängematte. Sehr schön, da kommen wir langsam zurück, gehen nochmal in die Hocke, Rücken aushängen lassen. Und dann rollst du dich in deinem Tempo langsam Wirbel für Wirbel auf. Alle wieder da, kreist die Schultern nach mir zu. Sehr gut, atme nochmal tief ab. Wieder vorne aus, lässt dich fallen, komm wieder hoch. Noch einmal mehr.